Hallo, schönen guten Tag. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt einfach da. Ich bin jetzt hier in diesem sogenannten Hangi für euch. Und ich will jetzt ein Computerspiel spielen. Das nennt sich FTL, Faster Than Light. Ihr kennt es alle. Es ist ein Spiel aus dem Jahre 92, da wo Computerspiele gerade erst rausgekommen sind. Das ist eins der ersten Computerspiele. 92, Ursprung der Computerspiele. Und ich bin süchtig. Ich kann nicht aufhören. Und ich will dieses Spiel jetzt spielen. Es gibt eine Sendeplanlücke, aber nicht mit uns. Nicht mit Paul, nicht mit Krogi. Wir stopfen alle Löcher, die wir finden. Und deswegen geht es jetzt hier los mit Faster Than Light. Viel Spaß. Anscheinend hätte ich da reingucken müssen, ist das richtig? Ich habe immer da reinguckt. Aber ich. Falsch. War falsch. Paul war falsch. Jetzt sagt er mir, es war falsch. Ach, jetzt übersteuere ich auch noch. Ach, Mann. Ich mach's so. Hallo? Hallo, Paul, guten Tag. Du sollst doch mal brüllen. Ja, ich will doch nicht immer brüllen. Ja, gut. Gut. Hallo, schönen guten Nachmittag. Kann man sich das so wünschen? Ich glaube schon. Ich möchte euch begrüßen. Slapstick VR-Star Benjamin Neuberger, Blade Wolf 1317. Was ist das für ein Name, Blade Wolf? Das ist ein richtig cooler 80er Jahre Bossfight-Name, Blade Wolf. Der Bossfight Blade Wolf, das war schwer. Junior Hackett ist da, Chris ist da, Serial Killer ist immer da. Wir hören Paul noch. Ja, ihr wollt Paul ja auch hören. Paul ist ein schöner Boy. Der Asi ist da, Kata, ist auch egal, wünschen darf man sich alles, schreibt Heiko, das ist schön geschrieben. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist in Ordnung. Lass uns dieses Spiel gehen, wir haben nicht so viel Zeit heute, aber ein bisschen schon und ich bin relativ spontan jetzt für euch da, denn wenn es brennt, dann sind wir zur Stelle, dann wollen wir das Feuer löschen. Wir spielen jetzt Faster Than Light. Paul, lass uns mal reingehen ins Spiel. Das ist nämlich wirklich ein ausgesprochen tolles Game. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Ich bin wirklich nicht der Beste in diesem Spiel. Also es ist für mich ein Erlebnis, was ich noch nicht so oft gespielt habe. Aber ich bin jetzt süchtig. Versteht ihr? Das ist jetzt ungefähr das. Was soll ich weitermachen? Oder spielen wir meinen Fortschritt weiter? Chat, was meint ihr? Wollen wir meinen Fortschritt weiterspielen oder ein neues Spiel? Ich bin in Sektor 7. Nee, ich spiele von vorne, oder? Das ist sonst blöd. Weiter? Tantalus schreibt weiter. Weiter, wirklich, ihr wollt weiterspielen? Okay, alles klar. Dann geht's weiter. So sieht mein Schiff gerade aus. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es genannt habe. Ich glaube irgendwie. Kann ich das irgendwo sehen, wie ich das genannt habe? Ich weiß es nicht mehr. Pure Universe 3. Pure Universe 3 habe ich es genannt. Ich habe wirklich Glück gehabt. Das war wirklich ein fantastischer Run. Ich habe Krogi ist am Start, Max ist da. Evil Ken, da hatte ich eben noch, Simon ist gestorben bei mir tatsächlich. Und jetzt habe ich Leon, Brecon und Sophia. Das ist ganz geil. Brecon und Leon, Don Leon natürlich. Nick Brecon, den müssen wir jetzt mal umbenennen. Das ist natürlich jetzt der neue Simon. So, also ich habe eine ganz gute Crew. Und ich erkläre euch gleich, für alle, die nicht wissen, was hier passiert, worum es in diesem Spiel geht. Es ist wirklich relativ selbsterklärend, relativ simpel. Im Prinzip geht es darum, vor der Rebellenflotte zu fliehen, beziehungsweise die zu zerstören und durch die Galaxie zu fliegen und zu einem gewissen Ausgangspunkt zu kommen, wenn ich das richtig jetzt erklärt habe. So, und hier links seht ihr die Besatzungsmitglieder, die ich habe. Ich habe jetzt genau 6 Stück. Wenn ich Besatzungsmitglieder in Räume meines Schiffes stecke, werden gewisse Fähigkeiten des Raumschiffes verbessert, wie zum Beispiel die Waffensysteme, der Antrieb oder die Schilde. Hier unten seht ihr, wie viel Energie ich zur Verfügung habe. Ich habe meine Energie komplett umgeleitet auf die Systeme des Schiffes. Also Schilde, Antrieb, die Medbay, Sauerstoff. Ich habe ein Tarnungsmodul drin und meine Waffen. Die Waffen, die ich gerade nutze, sind 3 Laser. Also ich nutze 4 Laser, 3 Mark II Laser und 1 Mark I Laser. Das ist schon ziemlich geil. Das ist eigentlich ein ziemlicher Glücksgriff gewesen, dass ich das jetzt alles so am Start habe. Was kann ich euch noch erzählen? Ich habe 3 Schilde aktiv. Ich habe eine Ausweichchance von 42%, was ziemlich gut ist. Hier ist mein Treibstoff, den ich brauche für jeden Sprung. Das werdet ihr gleich sehen, wie das genau funktioniert. Für jeden Sprung brauche ich einen Treibstoff. Ich habe 51 Raketen, weil ich keine Raketen brauche. Ich aber die ganze Zeit Raketen einsammeln. Ich habe Drohnenteile und ich habe momentan noch 36 Schrott, aber meine Hülle ist komplett intakt. So, was gibt es noch mitzuteilen? Die Crew habt ihr kennengelernt. Das sind meine Waffen. Die schießen pro Ladung 3 Schuss Laser ab und diese hier pro Ladung 2 Schuss Laser. Das heißt, da wird schon richtig rumgeballert. Ich habe hier noch die Lanze und die Lanze ist eigentlich ziemlich nice, aber die Lanze braucht
3 Energie. Und wenn man jetzt zusammenrechnet, 2 Energie hier, 2 Energie da, 2 Energie da, sind schon mal 6. Und maximal kann ich 8 haben. Das geht dann mit dem dritten Energieblock eben nicht so gut auf. Es werden halt 9, deswegen passt es nicht. Müsste ich mir halt überlegen, ob ich das irgendwie anders stacke. Aber so bin ich gerade zufrieden. Ich habe einen Schrottbergungsarm, der mir 10% mehr Schrott einsammelt. Ich habe einen Langstreckenscanner, ne? Da kriege ich kriege ich Infos über die Signalpunkte. Ihr seht gleich, was ich meine. Und ich habe einen Schildverstärker, der meine Schilde immer wieder schnell auffüllt. Das ist im Prinzip erstmal alles. Dann gibt es noch Türen, ne? Das hier auf dem Schiff, das sind Türen, die kann ich aufmachen und schließen. Wenn zum Beispiel Gegner reinkommen, dass ich einen Sauerstoff entziehe, quasi die Türen öffne und das Weltall strömt in die Türen rein, dann ist genau umgekehrt, der Sauerstoff entweicht und die Gegner sterben dann. Ich muss nur aufpassen, meine Leute nicht drin stecken und so weiter und so fort. Lass uns direkt spielen und dann seht ihr, wie es abgeht. Ich bin im Sektor 7 und Ziel ist es, in jedem Sektor zum Ausgang zu kommen. Mein Schiff umkreist gerade diesen Punkt hier. Auf jedem Punkt, den ich hier ansteuern kann, sind entweder gegnerische Schiffe oder gar nichts oder irgendeine Aktion. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin will. Also hier ist der Ausgang und ich mach's mir mal nicht so leicht. Ich will möglichst viel abgrasen. Manchmal gibt's auch Dead Ends, dass man nicht weiterkommt, aber auf dieser Map ist es alles gleichmäßig verteilt, dass man gut weiterkommt. Ich würde sagen, ich fliege mal erstmal hier hin. So. Und jetzt geht's los. Du bist in der Nähe einer Engi-Werft angekommen. Die meisten Engi behalten aus Gewohnheit ihre zweibeinige Form. Doch hier kannst du einige Engi-Schwärme entdecken, die zusammenarbeiten und riesige organische Maschinen bilden, die Schiffe bauen. Ein toller Anblick. Okay, das hört sich super widerlich an. Ich habe einen Engi mit an Bord. Das ist hier der Leon. Und man weiß nicht, ob sie humanoid oder Maschinen sind. Das kann man nicht so richtig raffen. Aber ist ja ekelhaft, dass sie dann sich so zusammenstecken. Hier ist also nichts abgegangen. Genau hier habe ich nichts bekommen. Eigentlich schade, weil man will natürlich immer was schaffen. Hier ist zum Beispiel ein Kampf, mögliches Schiff. Da wollen wir auf jeden Fall hin, weil wir wollen Schrottteile, wir wollen unser Schiff upgraden. Also hin dort. Mit dem Engi im Hängi. Sobald du angekommen bist, erscheinen Warnleuchten auf deinem Bildschirm. Ein Piratenschiff in der Nähe scheint über hochentwickelte Hacking-Tools zu verfügen und hat versucht, deinen Antrieb auszuschalten. Deiner Crew gelingt es, sie gerade noch am Laufen zu halten und du greifst an. Yes, erster Kampf. Wir kämpfen gegen einen Piratenjäger, Beziehung ist natürlich feindlich. Dieser Piratenjäger auf der rechten Seite, sieht das genau, hat 2 Schilde, relativ okay Hülle, ein bisschen Power hat er. Und er hat eine Crew. Jetzt kann man hier schauen, was noch am Schiff ist. Das ist für mich auch immer wichtig, das zu wiederholen. Denn man sieht hier, die haben so ein Teleport-Gerät. Damit kann nämlich die Crew von diesem Schiff auf mein Schiff teleportiert werden, was unter Umständen relativ nervig sein könnte. Denn dann muss ich mich auch darum kümmern, dass der Kampf vor Ort nicht außer Ruder läuft. So, gerät. Und am Anfang empfiehlt es sich, wenn ich das richtig mache, korrigiert mich bitte, ja. RIP incoming. Ich glaube nicht, Chris. Wir werden es schaffen, dass ich auf die Waffensysteme ziele und auf den Antrieb und auf die Schilde. Das wäre wichtig. Ich habe, wie gesagt, 4 Waffen. Wenn ich die Waffen von dem Schiff zerstöre, kann das Schiff nicht mehr schießen. Wenn ich auf den Antrieb schieße und diesen zerstöre, kann das Schiff schlechter ausweichen. Und wenn ich die Schilde zerstöre, dann ist das Schild logischerweise nicht mehr da und ich mache sofort Schaden an der Hülle, wenn ich denn nicht verfehle. Okay, lass uns in den Kampf gehen. Ich pausiere erstmal und würde sagen, ziele erstmal auf die Waffensysteme. Ich habe, wie gesagt, diese schöne Tarnung. Das ist halt geil. Es bringt mir relativ viel auf Ausweichen. Und wenn ich es aktiviere, treffen sie mich dann eben nicht so richtig. Das ist ganz gut. Nehmen wir auch nochmal den Kollegen und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, sie haben sich schon teleportiert, Eindringlinge entdeckt. Sie kämpfen. Tarnung ist natürlich Bullshit gerade, bin ich abgerutscht. Wen haben wir? Butters. Butters ist da. Jetzt könnte ich versuchen, pass auf, die Türen hier aufzumachen. Krogi muss hier raus, wobei der kann auch drin bleiben. Krogi kann auch drin bleiben. Wir machen einfach mal die Türen auf. Pass auf. Hier steht ja keiner von uns. Da. Das ist Sophia, genau. Wenn ich jetzt hier die Türen auf, kriegen die gleich ein Problem, schätze ich mal. Warten wir mal das so ab. So, deren Schiff brennt schon. Die Schilde sind kurz down gewesen. Waffensystem zerstören wir. Ach, easy. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt ist nämlich Krogi. Die Tür ist aufgebrochen von denen. Jetzt mache ich lieber wieder alle schnell die Türen zu.
und verziehe mich mit meinem Kapitän in den Medic Room und packe da auch meinen kleinen Mantis rein, Evil Can. Der hat's nämlich voll drauf mit Klopperei und so. Und die sollen mal alle schön im Medic Room kämpfen. Aber das Ganze, die sind schon abgehauen, das Schiff ist zerstört. Was machen wir uns so Panik? Wir haben viel zu viel gemacht, das ganze Schiff ist down. Alles gut. Krogion und Tech ist kein Problem. Ich habe doch gesagt, wir haben ein gut ausgebautes Schiff. Da das Piratenschiff zerstört ist, ist dein Schiffssystem wieder vollständig einsatzbereit. Du erbeutest so viel Trümmer wie möglich. Das sind 2 Antriebspunkte und 55 Schrott. Geil. So, alle wieder zurück auf eure Position. Krogi, muss ich noch kurz heilen? Komm, du musst dich noch kurz heilen. Ach, schön. Und wieder zurück. Loot. So, Tür muss zu. Türen müssen immer zu vor jeder nächsten Runde. Das Schiff muss intakt sein. Also, falls bei mir was getroffen wäre, ist es aber nicht. Es ist wirklich exakt mega glimpflich ausgegangen. Mein Ziel ist es noch, einen 4. Schild zu bekommen, um dann weiter zu düsen. Aber schauen wir mal. Hier sieht man schon, dass die Rebellenflotte kommt. Das heißt, wir müssen uns immer weiter nach rechts fortbewegen, damit wir nicht in der Rebellenflotte drin sind. Das ist nämlich richtig blöd. Hier ist ein Notfall. Kommen wir von dem auch dahin. Ich würde erstmal hier hingehen und gucken, was dann passiert. So. Du siehst eine schwer beschädigte zivile Raumstation. Du hältst eine Nachricht. Der Krieg hat uns schwer gezeichnet. Wir brauchen mehr Drohnenteile, um unsere Reparaturen zu beschleunigen. Wir kaufen ihnen etwas ab, wenn sie welche zu entbehren haben. So, ich habe keine Verwendung für meine Drohnenteile, weil ich habe kein Drohnenmodul in meinem Schiff. Und man sieht hier, ich habe 28 Drohnenteile und die würden mir für 12 Drohnenteile 48 Schrott geben. Und damit helfen wir denen und wir kriegen Schrott. Na klar, nehmen wir. Vielen Dank für den Handel. Super gut. Also mit den Schrottteilen kann ich halt Upgrades durchführen. Ja, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Dann geht's jetzt weiter. Wir müssen springen. Hier geht's hin. Mögliches Schiff. Nächster Kampf. Schauen wir, was da abgeht. Nice deal. Du empfängst eine Übertragung. Tut uns leid, es ist nichts Persönliches. Aber wir haben unsere Befehle. Die Waffen des Schiffes werden aktiviert. Also, das sind richtige Arschlöcher, denn sie gehorchen nur Befehlen und wollen uns den Chaos machen, aber nicht mit uns. Unser Schiff ist natürlich voll belasert und hat Bock. Das ist, glaube ich, eine Ionenkanone, was das Schiff hier trägt. Das müssen wir gleich mal gucken. Das müsste ich eigentlich ausweichen können mit unserer Tarnung. Die haben kein Teleporter. Das ist ganz gut. Also machen wir das gleiche Spiel. Wir gehen mal auf die Waffen. Die sollen erstmal down gehen, damit kein Schaden mehr passiert. Ich mache noch eine dritte auf die Waffen und auf die Schilde und warte mal ab, was mit deren Waffen abgeht und wenn sie geschossen haben, werde ich ausweichen. Das ist so mein Ziel. Ich glaube, das ist eine Reparaturdrohne, welches um das verfehlt. Seht ihr? Genau, gutes Timing an den Tag gelegt. Da ist dann gar nichts mehr passiert. Die Crew hat ein bisschen Schaden genommen. Das finde ich ganz witzig. Machen wir weiter. Hier, die Waffensysteme laden sich auf. Gleich gibt es wieder eine schöne Feuersalve von 4 Lasern. Bäm. Das feindliche Schiff scheint sein FTL zu starten. Es versucht zu fliehen. Nein, 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 nicht mit uns, denn es kommen schon die nächsten Laser rein. Sie schicken eine Nachricht. Ihr Schiff ist überraschend gut ausgerüstet. Nehmen Sie das hier bitte an und lassen Sie uns leben. Jetzt können wir das Angebot annehmen, kriegen 6 Raketen, 2 Drohnenteile und 29 Schrott. Aber ich sage euch, wer sich mit uns anlegt hier im Universum, ja, das ist nicht noch, das geht nicht klar. Wir lassen das nicht zu, wer sich mit uns anlegt und uns provoziert und den Kampf startet, muss zerstört werden. Ihr seht das doch wohl auch so, oder? Ich kann doch jetzt nicht klein beigeben. Also, das sind Rebellen. Die fahren dann woanders hin und machen wieder Stress. Wie seht ihr das, Chat? Das kann aber nicht sein. Niemals. Also, Masqueta Muchacho stimmt mir zu. Und dementsprechend reicht mir, ein Mensch stimmt mir zu. Das ist in Ordnung. Töten, zerstören, alles klar. Wir akzeptieren keine Kapitulation. Und da treffen auch schon die restlichen Laser und machen Hackfleisch aus dem Schiff. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine beträchtliche Menge an nützlichem Schrott. Jetzt haben wir bekommen 2 Antrieb, 1 Drohnenteil und 72 Schrott. Ihr seht schon, wie wir uns hier durchrulern mit unserer geilen Crew. Es ist wirklich nicht schlecht. Es wäre super, wenn wir halt noch, wie gesagt, das 4. Schild bekämen. Das wird mir gut gefallen. Dafür müssen wir aber noch eine Menge tun, nämlich das Schild weiter ausbauen. Das sind 180 Schrott. Teile, die ich dann investieren muss.
Und ich muss noch einen Energiebalken kaufen. Das mache ich aber einfach mal. So, nehme ich an. Pack da die Energie rein und nehme von der Medbay einen raus. Und habe jetzt 4 Schilde. Das ist schon echt ordentlich und echt amtlich geschützt. Da kann eigentlich nicht mehr so viel passieren. Wir gucken mal. Zum Shop gehen bringt mir in diesem Fall eigentlich nichts, weil meine Hülle ist komplett intakt. Ich könnte natürlich vielleicht was verkaufen. Was habe ich denn alles noch geladen? Ich weiß gar nicht. Ich habe hier noch 3 Waffen geladen. Die Bruchrakete. Ich bin mit meinen Lasern wirklich gut zufrieden. Die Lanze ist geil, aber meine Laser machen eine gute Arbeit. Da kann ich wirklich nicht, da kann man nicht meckern. Da kann man wirklich nicht meckern. Was meint ihr? 4 Schilde und solche Waffen, das wird gut. Da stimmt mir auch Chris zu. Ganz genau. Das ist wirklich ein Wahnsinns-FTL-Run. Das ist wahrscheinlich der beste FTL-Run, den ich jemals hier an diesem Montagnachmittag, an diesem Tag hier hatte. Bei Rocket Beans TV. Mhm. Die geile Madby, was ist da, was schreibt ihr da im Chat? Ich verstehe euch doch nicht immer. Ich weiß doch gar nicht, was da los ist. Ich würde sagen, wir gehen nicht zum Shop, wir gehen zum Notfall und machen dann hier so eine Kurve rum. Das ist mein Plan. So, mal gucken, was der Notfall sagt. Nahe einem dichten Asteroidenfeld treibt ein Schiff ohne Biosignale, das ein Notsignal aussendet. Sollen wir uns das anschauen? Es könnte gefährlich sein. Also, das ist ja wohl kein Außeneinsatz, sonst würde da stehen, dass die Crew irgendwie entsandt werden muss. Das finde ich immer blöd, weil immer, wenn ich das getan habe, gab es immer Gemetzel. Aber sowas erstmal untersuchen, na klar, wir sind so gut ausgestattet. Was meint ihr? Anschauen. Seid ihr für anschauen? Das hier ist auch die Interaktivität, die ich brauche von euch. Ich brauche, also nehmen wir 1 oder 2. Mara schreibt auch im Chat, oh, ein Weltraumspiel. Und Weltraumspiele sind immer toll. Global Enemy, Reinder, Klemmer, Malakoff, alles klar, immer anschauen. Yes, Werner ist auch dabei. Simple Boss, maximales Risiko. Du stößt auf das Wrack eines Schiffs, das mit Eis oder Kristall überzogen ist. Bevor du aber andocken kannst, gelangen einige Asteroiden durch deine Schilde und beschädigen deinen Antrieb. Du musst dich zurückziehen. Na, das war ein Fail, aber das ist nun mal so. Kann man nichts machen, Antrieb muss repariert werden, aber hier, Simon regelt das gerade im Antriebsraum. Und man sieht hier unten bei meinem Antrieb, dass der letzte Balken repariert wird. Solange müssen wir warten, bevor wir weiterreisen, denn mit kaputtem Schiff reißt es sich nicht gut. Hab doch gesagt 2, schreibt Darkast. Ach komm, 1 rein, diese scheiß Asteroiden. Ich glaube auch, wenn die im Weltall nicht wären, wäre es wirklich leichter für alle von uns. So, aber Simon hat gut repariert, kriegt dafür ein kleines Level up und dementsprechend können wir weitermachen. Wir sind jetzt hier notfallmäßig, wollen wir hier lang? Wir können auch hier lang, ne? Von dort hätten wir die Möglichkeit, noch nach da zu reisen. Nehmen wir mal den. Als du ankommst, wirst du umgehend von einer mobilen Andock-Plattform begrüßt. Willkommen bei Onkel Joe's Space Stop. Etwas Tuning gefällig? Wir haben genau das Richtige. Jetzt können wir ablehnen, was natürlich völlig bescheuert wäre. Deswegen fragen wir natürlich nach den speziellen Fähigkeiten. Sie bieten dir an, dein Sauerstoffsystem im Tausch gegen etwas Schrott zu verbessern. Jetzt haben wir nicht 25 Schrott oder was? Das ist wirklich blöd. Ah, wirklich blöd. Na gut, muss ich ablehnen. Du bedankst dich, machst dich aber zur Weiterreise bereit. Das war eine sehr schlechte Reise. Da ist wieder ein Shop, da ist ein Kriegsschiff. Also zumindest ein Schiff. Da möchte ich gerne hingehen, weil vielleicht kriegen wir da noch ein paar Schrottteile raus und könnten dann hier auch immer noch entkommen. Wie gesagt, hier sind die Rebellen. Da dürfen wir nicht reinkommen, das ist zu hart. Und da ist der Ausgang. Das heißt, wir haben noch ein paar Züge, die wir machen müssen. Aber ich glaube... Naja. Was meint ihr? Schaffen wir das? Was glaubt ihr? Wenn wir hier oben lang gehen, schaffen wir das noch bis zum Ausgang? Es gibt ja ein paar Leute, die ja schon gespielt haben. Eddie sagt 1. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ja, Krogi schafft alles. Gerade so reicht ja. Locker, okay. Hin da, ab zum Schiff, nächster Kampf, ihr wollt es sehen. Dann können wir auch auf dem Weg zurück unsere Hülle reparieren. Du stößt auf einen Aufklärer, der weit vor der Rebellenflotte fliegt. Und das ist sein Problem. Er hat 3 Schilde,
drei Schildsysteme, hat keinen Teleport. Das macht mich dann immer schon ganz glücklich. Und die Waffen, das sind, glaube ich, Laser, die da drin stecken. Ich glaube, es dürfte. Guck mal, sie wollen sofort abhauen. Sie aktivieren ihren FTL. Wenn sie davonkommen, werden sie der Flotte dann die Position durchgeben. Aber das wird nicht passieren, weil wir direkt auf den Antrieb gehen mit All That We've Got. Und dann kann da gar nichts passieren. So, die haben ihre Waffensysteme ausgepackt. Ich bin hier bereit, mich zu verstecken. Alle verfehlt. So, der Antrieb ist down, es brennt schon. Die können nicht mehr ihren FTL benutzen. Ich gehe auf die anderen Systeme, er heilt sich. So, die haben gar keine Chance. Hier brennt alles lichterloh. Nur noch drei Hüllenpunkte. Das ist es mit den Rebellen gewesen. Jetzt mal ganz ehrlich. So, Rebellenschiff. Wir sind hier am Durchruhen. Das Universum gehört uns. Das gehört uns. Das Schiff bricht auseinander und du bist erleichtert, dass der Flotte nach wie vor einen Schritt voraus bist. Also wir sind der Schritt der Flotte nach wie vor voraus. Die Position von uns wurde nicht mitgeteilt. Und wir können ganz entspannt, ganz locker durchs Weltraum weiterdüsen und alles zerstören, was uns in die Quere kommt. Das finde ich sehr angenehm. Wir haben bekommen einen Antriebspunkt, zwei Raketen und 60 Schrott. Sehr gut. Das hat sich doch gelohnt. Dann können wir weiter zum Shop gehen. Was wird da gerade geschrieben? Kogi, hol dir noch einen zweiten Balken der Unsichtbarkeit. Den Strom kannst du dann von der Medbay nehmen, da die nicht benötigt wird, solange keiner verletzt ist. Das schreibt Pat. Und das ist gut. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Du hältst eine Nachricht. Ihr Schrott gehört uns. Unsere Waffen gehören ihnen. Du willst gerade die Schilde hochfahren, als du bemerkst, dass es sich bloß um einen Engi-Händler handelt, der Geschäfte machen will. Okay, gucken wir mal, was der anzubieten hat. Waffenmäßig ist doch alles geil bei uns. Der hat aber noch eine Crew. Wollen wir noch mehr Crew haben? Was meint ihr? Macht es Sinn? Wir haben jetzt 6 Besatzungsmitglieder. Wollen wir noch... Also wir könnten uns eine Person leisten. Wir könnten uns einen Soltan holen. Versorgt genutztes System mit Energie. Maximale Gesundheit sinkt auf 70. 15 Schaden gegen feindliche Crew bei Tod. Fertigkeiten verbessern sich etwas schneller. Also reparieren. Der Grüne würde dir Energie für Lau geben. Was meint ihr? Der Soldat und den Engi sollten auch die Räume tauschen. Das machen wir. Überschüssigen Kram verkaufen, ja? Also, Lanze werde ich wohl nicht mehr benutzen, oder? Was meint ihr? Also erstmal den Kram weg. Ich krieg die Lanze halt nicht rein. Energiewesen geben dir +1 Energie, wenn sie im Raum sind. Okay, das ist natürlich super. Das heißt, einen Soltan sollte ich doch auf jeden Fall nehmen. Nimm den Schleim. Also, ich glaube, ich verkaufe die Lanze auch. Ohne Scheiß. Der Soltan gibt dir Energie, das habe ich verstanden. Soll ich die Lanze verkaufen? Ich glaube, ich werde die Lanze nicht nutzen. Ich habe so ein geiles Lasersystem. Bin damit so happy. Lanze wegkommen. So, jetzt nehmen wir uns den Soltan mit. Reparieren alles. Und schauen mal einmal. Jetzt packen wir. Wo ist Engi Boy? So. Wir nehmen diesen Soldat. Was kann der denn? Kann kämpfen, kämpfen. Und Max kann... Max ist richtig fit an den Waffen. Max ist super gut an den Waffen. Evil Can ist super gut am Antrieb. Und Krogi ist natürlich super gut vorne als Pilot. Sollte den Raum, die keine Energie brauchen, ist schon mal suboptimal. Das habe ich auch begriffen. Das heißt, wir packen jetzt diesen Soldaten. Ja, der sollte meinem Kapitän nicht schmarrn. Das ist mir klar. Ich überlege gerade, wo ich ihn hinpacken. Vielleicht erstmal hier einen Sauerstoffraum. Einen Soltan dahin. Und den anderen Soltan vielleicht in die... So. Jetzt hat der... So. Jetzt haben wir das schon mal gespart.
Leon ist in den in dem Tarnungsgebiet. Jetzt könnten wir doch auch den. Wer ist der andere Sultan? Sophia, richtig? Sophia könnten wir auch hier rein tun. So, tauschen lassen. Jetzt haben wir zwei Energie über. Das ist doch super. Und so speichern wir das einfach mal. Seid ihr damit einverstanden? Ein Energie in O2 reicht auch. Okay, aber jetzt habe ich zwei schon mal über. Dann hätte ich ja sogar drei übrig. Das ist doch top. Reaktor, Subsysteme. Pilotsystem, da hätten wir mehr ausweichen, Auto ausweichen, Türensystem. Super Panzertüren, kann ich mir aber so nicht gönnen. Im Shop gab es eine. Warte, lass mal kurz gucken. Können wir mal in den Shop gucken? Im Shop gab es eine SFL3, ja. Aber es benötigte Energie 4. Und das geht doch damit meine Rechnung wieder nicht auf, Leute. Das geht doch nicht auf. Will ich nicht haben. Ich bin meiner 2 sehr gut bedient. Tarnung. Ich könnte noch Tarnung kaufen. Subsysteme auf Tarnung. Da. So, jetzt haben wir super Tarnung. Sehr lange Tarnung. Ist doch geil. Ja, 5 Schüsse, ist richtig, aber braucht mehr Energie und so ist mein System besser ausgelastet. Versteht ihr? Ich glaube, damit bin ich sehr gut zufrieden. Ab zum Notfall. Wuhu! Mega! Läuft sehr gut. Das Notsignal kommt von einer kleinen Raumstation, die einen unbewohnten Planeten umkreist. Ihr Satellitenverteidigungssystem spielt verrückt, sodass sich der Reparaturtrupp nicht nähern kann, ohne beschossen zu werden. Sie brauchen Hilfe, um das System zu reparieren oder zu deaktivieren. Wir werden natürlich helfen, denn wir haben ein neues Tarnsystem, wir haben eine richtig überragende Crew, wir haben 4 Schilde, wir haben 4 wahnsinnige Laser. Was soll abgehen? Du wägst deine Möglichkeiten ab. 1. Aus der Entfernung auf das Verteidigungssystem schießen. 2. Wir haben ein Engi-Crew-Mitglied. Das Zielerfassungssystem aus der Ferne reparieren. 3. Erweiterte Tarnung. Das System mit Hilfe deiner Tarnung außer Gefecht setzen. Meiner Meinung nach ist nur relevant 2 oder 3. Was würdet ihr machen wollen, lieber Chat? Wir machen es gemeinsam. Also, wir wollen das mit unserem Engi-Crew-Mitglied, das Zielerfassungssystem aus der Ferne reparieren oder mit Hilfe unserer erweiterten Tarnung das System außer Gefecht setzen. Also 2 oder 3. Die meisten Leute schreiben gerade 2. Eigentlich gibt es sehr wenige Leute, nur die sich auf 3 committen. Und ich glaube, damit ist es entschieden. Wir nehmen einfach die Nummer 2. Also, das Zielerfassungssystem aus der Ferne reparieren. Mal gucken, was passiert. Dein Crewmitglied kann den Fehler in der Verteidigungs-KI aus der Ferne beheben, sodass der Reparaturtrupp seine Arbeit beenden kann. Die Besitzer der Station bedanken sich bei dir und bieten dir eine Belohnung an. 2 Antrieb, 1 Drohnenteil, 78 Schrott. Das lief doch ganz hervorragend. Sehr, sehr gut. Mega. Jetzt haben wir schon wieder 92 Schrottteile. Alter, wir sind hier wirklich am Rulern. Sektor 7 ist hier wohl ein Klacks für uns. Nächster Kampf, sehr wahrscheinlich. Chat wins. Sehr gut, dankeschön dafür. Ein hochentwickeltes, automatisiertes Schiff der Rebellen liegt an einer kleineren Raumstation. Laut den Sensoren werden dort militärische Güter gelagert. Jetzt haben wir 3 Möglichkeiten. 1. Das automatisierte Schiff angreifen, um an die Güter zu kommen. 2. Das Schiff nicht provozieren, das scheidet jetzt schon aus. Das braucht ihr gar nicht reintippen. 3. Mit Tarnung. Tarnen und dann versuchen, an die Güter zu kommen. Was meint ihr? 1 oder 3? So viel Zeit nehme ich mir noch, um meinen Kaffee weiter zu schlürfen. Was wollen wir tun? Angreifen einfach so oder mit der Tarnung irgendwas machen? Drei, drei, drei. Ne, ihr seid schon alle auf 3. Paar auf 1. Ballern wollen wir eh. Also nehmen wir 3. Siehst du, Kampf ist eh da. Bevor du nah genug herankommst, um die Station zu scannen, entdeckt dich das automatisierte Schiff und greift an. Halleluja. Endlich mal wieder ein nicer Kampf. Die haben aber auch ein Tarnsystem. Sollen die erstmal schießen, dann tarne ich mich auch. Kein Problem. Schieß mal. Was war das denn bitte? Come on, ey. Also das ist ja wohl absolut lächerlich, dass sie sich überhaupt, dass sie überhaupt Bock haben, mich anzugreifen. Mit so einer Lappalie. Ja, jetzt werdet ihr gleich sehen, was passiert. Oh,
automatisiertes Schiff, ey. Guck mal, da brennt die... Oh, verfehlt. Kann ich mich tarnen? Nee. Ja, okay. Die hat getroffen, sehe ich ein. So, aber das Schiff ist down. So kommen die hier nicht weiter, Leute. So kommen die... Oh, nicht kommen. Du erbeutest möglichst viel vom kaputten Schiff. 46, Schrott. Natürlich wollen wir aber auch die Station untersuchen. Die Station wurde entweder aufgegeben oder geplündert. Sie scheint schon seit einiger Zeit nicht mehr genutzt zu werden. Du findest nichts Nützliches. Na gut, schade, aber so ist es halt. Evil Ken repariert derweil unsere Schilde und muss dann gleich in die Medbay reinschlüpfen. Und ja, was geht ab? Es ist alles super. Wer schreibt das hier? Fake TV fragt, was geht ab? Hoffe, es ist alles fresh. Hier ist alles richtig fresh. Wir spielen FTL Faster Than Light. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich süchtig jetzt nach diesem Spiel. Und hab das, ja, so weiß ich, ich hab das jetzt erst für mich entdeckt. Es gibt es schon so lange. Immer Masken tragen. Aber jetzt bin ich jetzt auf den Trichter gekommen. Seit 2012 gibt's das schon. Ich glaube, es hat hier schon jeder bei Rocket Beans gespielt. Zumindest Dennis. Ich glaube, das ist so ein Dennis Richtarski-Spiel, oder? Dentel muss das schon mal gespielt haben, da bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt sind wir hier zugange. Also, danke der Nachfrage. Mein Schild wird gerade immer noch repariert von Evil Ken. Der braucht ein bisschen lange, behaupte ich mal. Leon soll mal zur Hilfe dazukommen. Dann geht das mit auch ein bisschen schneller mit dem Schild. So, jetzt ist auch alles gut. Leon zurück, Evil Ken einmal in die Medbay. Haben wir noch Energie für die Medbay? Nope. Aber, ja, der ist ja auch schon wieder heile. Dann komm mal zurück auf die Position und es geht weiter im Universum. Ich könnte dir von hier direkt zum Ausgang, finde es aber ein bisschen lame. Ich nehme auf jeden Fall noch den Planeten mit und dann geht's ab. Du kommst zu einem grünen Planeten mit weiten Ebenen und großen Wasserfällen. Für die Enge in der Nähe dürfte er kaum interessant sein. Also hier ist gar nichts los. Okay, dann können wir direkt weiter reisen. Wenn ich jetzt noch zu diesem Kampf gehen würde, ja, zu diesem Schiff, was eigentlich ganz geil wäre, um mehr Schrott zu bekommen, schaffe ich es aber nicht rechtzeitig zum Ausgang und es wären harte Kämpfe. Dementsprechend gehe ich zum Ausgang und muss eh in die Flotte rein. Du hast das Ausgangssignal gefunden, aber die Rebellen waren vor dir hier. Du musst lange genug durchhalten, um in den nächsten Sektor springen zu können. Okay. Machen wir. Also, ein Kampf steht an. Die haben wieder ein Teleportsystem, was ich absolut kacke finde. Die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Besatzungsmitglieder. Wir haben 7. Das wird, glaube ich, ein blöder Kampf, weil 2 werden sich jetzt schon direkt teleportieren. Davon gehe ich ganz stark aus. Ich muss auf jeden Fall jetzt ein paar Dinge gleichzeitig beachten. Nämlich, dass ich die Systeme angreife, aber auch mein Schiff hier unter Kontrolle behalte und auch ausweiche. Also ich habe 3 Dinge zu tun. Okay, gucken wir, was passiert. So, sie sind schon am Teleportieren. Die Türen sind relativ okay gerade bei uns. Ich mache mal die hier auf und versuche sie durch Sauerstoffentzug ein bisschen in Schach zu halten. So, das klappt auch erstmal. Wenn das Schiff schießt, muss ich mich tarnen. Tarnung. Ja, haben wir verfehlt, hat geklappt. Sind sie durchgekommen? Ja, sie sind durchgekommen, aber es ist noch alles gut. Sie nehmen auch schon so langsam Schaden. Das machen wir mal weit. Nee, warte mal, das ist einer von... Nee, das ist... Ach so, sie wollen alle Türen zerstören. Das ist wiederum blöd, weil dann sind alle Türen unkontrollierbar. Das sollten wir nicht machen. Dementsprechend machen wir was anderes. Ich mach mal Autofeuer an. Und kümmere mich mal hier um den. Da ist auch einer eingedrungen. Packen wir also Simon mal in die Medbay. Ah, wir müssen hier schlau agieren. Die sollen mal alle hier reinkommen. Wir räumen mal das Schiff. Das hintere Schiff räumen wir mal. So, die sollen mal dahin kommen. Machen wir hier mal die Türen auf. So. Sehr gut. So, und jetzt sollen die hier mal kämpfen. Oh, ich kann auch nicht meine Tarnung anstellen. Verfehlt. Schießen wir? Wir schießen gar nicht. Ich dachte, ich hätte auf Autofeuer gestellt, aber hier passiert gar nichts. Das ist, meine ich damit. Man muss so ein bisschen gerade aufpassen, was abgeht. Komm, nehmen wir die Waffen. Aber es soll ja auch mal was passieren. Er nimmt hier gut Schaden durch
des fehlenden Sauerstoffes. Und hier haben wir, glaube ich, die Oberhand. Ja, jetzt ist die Crew auch zurückgeholt worden. Warum auch immer. Die Rakete hat komplett verfehlt. Ich kann wieder, Achtung, ich muss aufpassen, ich kann wieder meine Tarnung nutzen. Autofeuer ballert rein. Das Schiff ist zerstört und wir haben den Kampf gewonnen. Wir sind super davon abgekommen. Es bleibt keine Zeit, das Schiff zu plündern. Du musst springen, bevor die Kreuzer in Feuerreichweite sind. Okay, bevor wir das tun, mache ich aber hier erstmal wieder alle Türen zu und schicke alle wieder auf die Position. Ey, und komm, lief doch gut. Sauerstoff wird hier repariert, alles gut. Wir lassen erstmal Sauerstoff hier komplett durchreparieren. Max geht nochmal hier auf die Medbay oder in die Medbay. Simon geht in die Medbay. Und wen haben wir noch? Vivimord geht in die Medbay. Und wenn die dann gleich alle schön gesund sind, dann geht die Reise weiter. Dann haben wir den Sektor schon geschafft. Das war ein guter Sektor, oder? Schön abhauen. Nixer Sektor. Letztes Gefecht schon. Richtig gut. Richtig guter Run. Du erreichst einen Außenposten in der Nähe der Föderationsbasis. Mit deinen Codes kommst du problemlos durch die Sicherheitsschleusen und ein Offizier richtet eine direkte Verbindung zur Einsatzzentrale der Föderationsbasis ein. Admiral Tully wendet sich an dich. Was hat das zu bedeuten? Wer sind sie? Ihm deine Mission erklären. Deine Ausführungen werden von den Offizieren mit zynischen und ungläubigen Kommentaren beantwortet. Dann meldet sich General Turzel von der Engi-Brigade zu Wort. Unsere Informationen legen mögliche Antworten auf Rebellentechnologie nahe. Alles oder nichts. So. Die Schwäche der gegnerischen Flotte erklären, das Rebellenflaggschiff. Die Schwäche der gegnerischen Flotte erklären, das Rebellenflaggschiff. Ihr müsst wissen, wir haben schon zwei Rebellenflaggschiffe auf der Reise hierhin zerstört. Okay. Tully antwortet, dann ist es beschlossene Sache. Die Rebellen werden bald hier sein. Wir werden versuchen, ihre Kriegsschiffe aufzuhalten, aber sie müssen dieses Flaggschiff vernichten. Der Außenposten kann Reparaturen durchführen und ihnen Treibstoff überlassen. Und die anderen Reparaturstationen werden sie ebenfalls unterstützen. Viel Glück! Jawohl, wir haben 10 Treibstoff bekommen, 4 Höhenpunkte wurden repariert, wir sind wieder komplett intakt. Und Tully hat einfach richtig Bock auf uns, weil wir einfach hier die Geilsten sind. Und das heißt Final Fight, würde ich sagen. Also, da ist das Flaggschiff, wo wir hin müssen. In dieser Welt bin ich noch nie gewesen. Ich bin noch nie so weit in diesem Spiel gewesen. Keine Ahnung. So. Treibstoff, good luck. Exodus Berserk schreibt, ich bin überrascht, dass er weder Hacking, das beste System, noch Mind Control oder Boarding hat. Nicht zu weit weg von der Basis, Krogi. Wir müssen die Basis verteidigen. Das heißt das, oder was? Das ist die Föderationsbasis. Das ist das Rebellen-Flaggschiff. Die Rebellen übernehmen diesen Signalpunkt. Okay, das ist jetzt quasi wirklich West gegen Ost, oder wie? Kann man sich das so vorstellen? So ein bisschen, ne? Reparaturstation. Repariert die Hülle und liefert Nachschub. Okay, da bin ich mal gespannt, wie wir dieses Spiel jetzt spielen. Ich bin nicht kaputt, also nehme ich erstmal diesen Weg. Bin ich näher dran an der Basis. Von hier komme ich da nicht hin. Okay. Tatsächlich, so viel schon zu zwei Flaggschiffe zerstört. Das ist tatsächlich passiert. Innerhalb des Spiels. Aber nicht auf Sektor 8. Okay, gucken wir mal. Ach so, nee, das Flaggschiff, genau, das Flaggschiff war noch nicht komplett fertiggestellt. Das muss ich jetzt nochmal berichtigt sagen. Die Flaggschiffe, die ich zerstört habe, waren Prototypen oder einfach noch Reparaturflaggschiffe oder so. Die konnten, hatten nur die Waffensysteme, aber da war nicht alles ready. Das stimmt, das war nicht das Richtige anscheinend. Laut den Sensoren richten die Rebellen einen vorgeschobenen Signalpunkt hinter dem Mond des Planeten ein. Außerdem befinden sich einige Schiffe in der Nähe. Mach dich bereit zum Kampf. Okay. Dann schauen wir mal. Hier ist schon eine gegnerische Drohne, die uns nerven will. Wir haben Tarnung am Start. Wir haben alles am Start. Was soll passieren? Also, gehen wir mal wieder auf den Antrieb. Gehen wir auf die Schilde. Gehen wir natürlich auf die Waffen. Und weil es so schön ist,
Was habe ich gemacht? Also, Antri 1, 2, 3. Und gehen wir doch bitte auch nochmal auf die Waffen. Los geht's. Und wenn das gegnerische Schiff schießt, ja, werde ich mich tarnen. Ich warte darauf, dass sie schießen. Ich hab's verstanden. Getarnt. Super gut. Nichts passiert. Autofeuer ist on, das heißt, wir werden immer die gleichen Ziele wählen. Und das Schiff ist gleich down. Ey, das Schiff ist gleich down. Eine Hülle noch. Hier, meine Laser kommen jetzt, das war's. Das war's, das ist easy. Wirklich, das ist, kann auch sein, dass es der beste FTL-Run aller Zeiten wird. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine beträchtliche Menge an nützlichem Schrott. 2 Antrieb, 2 Raketen und 75 Schrottteile. Nice. Okay, jetzt muss ich das Ganze mal durchblicken. Ihr habt gesagt, man soll nicht zu weit weg von der Basis reisen. Das heißt, ich würde jetzt direkt hierhin, ja? Feuer auf die Waffen, beziehungsweise ein System konzentrieren. Ist jetzt noch nicht so wichtig, aber ein Flaggschiff auf jeden Fall. Ja, das habe ich aber gemacht. Dann wurde ich aber berichtigt von vielen Menschen, die gesagt haben, ja, aber Achtung, wenn das System schon rot ist, ist es bereits deaktiviert. Und es ergibt dann mehr Sinn, wenn du verschiedenste Systeme parallel angreifst, damit dann auch mehr kaputt ist. Also ich glaube, das ist so eine Philosophiefrage. Aber wir gehen nach unten direkt das Flaggschiff abfangen. Aber nach unten? Wieso? Wo will das Flaggschiff hin? Das Flaggschiff will doch zur Basis, oder? Oder wo will das Flaggschiff hin? Die Rebellen übernehmen diesen Signalpunkt. Was hat es damit auf sich? Es will zur Basis, genau. Okay, dann macht es doch eigentlich mehr Sinn, wenn ich hier hingehe, oder? Also, da müsst ihr mir kurz helfen. Für mein Verständnis ist es doch dann schlauer, dass ich diesen Weg hier einschlage. Und dann ist es, dann werden wir uns hier treffen, sehr wahrscheinlich, oder? Was meint ihr? Ja, macht mehr Sinn. Greif es gleich an. Alles klar. So machen wir das. Maximale Eskalation. Du springst mitten in eine Schlacht, bei der beide Seiten schwere Verluste erlitten haben. Eine Jägerstaffel fliegt vorbei und ein Jäger löst sich. Er hält auf dich zu. Wow, okay. Feindlicher Jäger hat diese bekackte Teleporteinheit, die mich wirklich immer richtig nervt und ich das immer kacke finde, dass die ihre Besatzung opfern. Aber okay, müssen wir durch, müssen wir mitleben. Wir greifen wieder, natürlich, also er macht sich schon auf den Weg, die Waffen werden angegriffen, kriegen gleich 2 drauf, Antrieb, damit die nicht ausweichen können. Okay, ich mach's mal so, wie eben vorgeschlagen, ich konzentriere mich jetzt auf 2 Systeme, das ist vielleicht auch okay. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Und ausweichen nicht vergessen, wenn er schießt. So, aber erstmal schauen. Der gute Max geht mal in die Medbay. So, und jetzt machen wir hier mal die Türen auf. Und ich hoffe, dass ich die erstmal mit Sauerstoffproblemen. Ne, Sophia bleibt da. Ich habe gerade überlegt, ob es mehr Sinn macht, jetzt auch Sophia in die Medbay zu schicken, beziehungsweise hier in den Schildraum vielleicht, und diese Türen auch noch zu öffnen, damit noch mehr Sauerstoff entzogen wird, um gegebenenfalls mehr Damage zu machen. Den O2-Typen zu den Türen, um noch stärkere Türen zu haben. Ja, das machen wir. Geht zu den Türen. Schlaue Idee. Tür machen wir zu. Und dann kommst du hier noch rein. Habe ich aber keine Tarnung. Ja, okay. Das heißt, wir machen hier auch auf. So, die nehmen jetzt gut Schaden. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist auch überhaupt nicht. Die nehmen jetzt richtig Damage. Top. Top. Guck mal, die sind jetzt schon, die müssen jetzt schon wieder zurück. Ich mache alles wieder zu. Sehr gut. Schicke alle wieder auf die Position. Genau. So, die haben ja richtig was zu tun. Werde gleich ausweichen nochmal, wenn ich es muss. Komm, perfekter Run. Perfekt. Du kannst nicht das gesamte Wrack plündern. Die Flotte ist noch in der Nähe. Mach dich bereit zum nächsten Sprung. 35 Schrottteile. Ach komm, das war doch toll, oder?
Was sagt ihr? 262 Schrott. Genau, unten rechts vor den Türen hast du ein Symbol für alle öffnen oder schließen. Okay, verstanden. Hätte ich natürlich alle schließen drücken können. I know, aber so ist es halt. Okay, wir sind hier. Das Flaggschiff steckt dort. Ich werde mich hierhin begeben. Crewhallen. Crewhallen habe ich vergessen. Richtig, danke für den Hinweis. Crew muss geheilt werden, das ist super wichtig. Weil genau die Pünktchen könnten mir gleich fehlen. Und dann machen wir zum Shop, oder wie? Okay, gehen wir zum Shop. Gucken wir mal, was es da noch abzustauben gibt. Dieses Spiel macht mich wirklich wahnsinnig. Ich find's richtig geil. Ich will keine anderen Spiele mehr. Das ist, ich meine, auch eins der geilsten Spiele überhaupt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn nicht, dann tut's mir leid, weil ich habe sehr viel Freude damit. So. Alles auf die Schilde natürlich. Schilde sind wieder repariert, 4 Schilde. Und wir gehen zum Shop, weil ihr das gesagt habt, tatsächlich. Okay. Ab zum Shop. Die Raumstation hier hat einen fahrenden Händler an Bord, der dir seine Waren anbietet. Hallo, fahrender Händler. Was hat er uns anzubieten? Ich nehme erstmal die Reparatur, das ist für mich ein No-Brainer. Und er hat eine Drohnensteuerung. Er hat einen Crew-Teleporter. Ich will eigentlich nicht mit. Ich will nicht meine Crew teleportieren. Meine Crew ist mir heilig. Aber er hat noch mehr Crew-Mitglieder. Und die will ich, glaube ich, alle haben. Ich kaufe alle Crew-Mitglieder. Ich kaufe alle auf. Seid ihr damit einverstanden? Crew ohne Ende. Teleport wäre cool. Ja gut, wenn ich jetzt alle Crewmitglieder kaufe. Geht nur einer. Ich kann nur noch eine Crew nehmen. Da ist noch Platz für einen. Okay, dann nehme ich natürlich den Soltan. Selbstverständlich. Dein Schiff ist voll. Okay. Wir haben ein volles Schiff. Es könnte doch gar nicht besser laufen. Es könnte doch nicht besser laufen. Okay, dann haben wir den Soltan. Für Energie ist doch gut. Und den Crew, ihr wollt echt den Teleporter gerne haben, ja? Ich glaube, ich bin eher ein Drohnentyp. Es tut mir leid. Ich habe keinen Bock darauf, mich darum zu kümmern, dass meine Crew wieder zurückkommt. Für mich ist dieses Schiff die Heimat, versteht ihr? Das ist der Heimathafen und die Crew, das ist meine Familie. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich die Crew irgendwo hinschicke und nicht genau weiß, ob sie zurückkommen. Das kann ich nicht akzeptieren. Dementsprechend kaufe ich mir die Drohnen. Steuerung. Und der Kauf beinhaltet Systemreparaturdrohne, was doch geil ist. Das ist doch super, weil Kampfkraft habe ich genügend. Und eine Reparaturdrohne hört sich doch für mich okay an, oder? Krogi macht nur Verteidigungskriege, deshalb kein Teleport. Teleport ist stark gegen den Endgegner. Die Drohne bringt nichts. Keine Drohne, okay. Drohnen brauchen Energie, denk dran. Ja, die brauchst du nicht. Okay, das ist ein Punkt. Ich meine, ich... Kann ich es ertragen, meine Crew zu opfern, um zu sagen, okay, das Universum muss gerettet werden und egal, ob ihr überlebt oder nicht, Hauptsache, das Universum ist safe. Scheiß auf den Teleporter, wenn du jetzt... Keiner macht den... Drohnen, hier auf den Chat. Drohne und Raketen verkaufen. Wie kann ich denn Raketen verkaufen? Kann ich meine Raketen verkaufen? Aber ich will einfach nichts haben davon. Ist es auch okay, ich will davon einfach nichts haben. Dann mache ich lieber irgendwie was anderes an meinem Schiff mit dem Schrott. Tut mir leid, Leute. Ich fühle mich damit nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich nicht gut mit dem Teleporter. Ich fühle mich nicht gut mit der Drohne. Mein System ist einfach rocksteady und das ist doch geil. So, ich will meinen Antrieb verbessern. Scheiß drauf. Ich verbessere meinen Antrieb. Antrieb. Das ist nämlich Ausweichen. Das ist doch gut. Gib mir einen besseren Antrieb. Seid ihr damit einverstanden? Ich baller den Antrieb so geil hier rein. So. Wo ist mein neuer Boy? Wo ist Philipp? Philipp muss in den Antrieb.
Philipp ist im Antrieb und von der Medbay ziehe ich einen ab, gebe da einen rein. So. Ausweichen 71. Entschuldigung, 31, Ausweichen plus 7. Top. So ist doch gut. Pilotsystem auch noch. Habe ich da noch Möglichkeiten fürs Pilotsystem? Pilotsystem. Passt genau mit 50. Na gut. Pilotsystem ist auch verbessert. Ey, weiter geht's. Weiter geht's. Sind wir bereit, hier hinzufliegen? Ich denke ja, oder? Auf geht's. Auf geht's, Leute. Da ist es, das Rebellen-Flaggschiff. Wenn du dieses Monster zerstören kannst, hat die Föderation wieder eine Chance. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die haben arschviele Besatzungsmitglieder, also so richtig viele. Alter Schwede, sie sind sofort getarnt. Jetzt habe ich das weggedrückt. Sie haben aber keinen Teleport, wenn ich das richtig sehe. Das ist für mich ganz geil, weil ich das ja super doll kacke finde, wenn ich anteleportiert werde. Das werden wir doch wohl schaffen. Also, wenn es schießt, gehe ich in Tarnmode. Okay. Also, wie viele Waffensysteme? 4 Waffensysteme. Welche Waffe von denen ist denn für mich besonders kacke? Sind das alles Laser? Was ist das hier? Das ist so eine Lanze, oder? Zweite von rechts. Die zweite von rechts ist mies. Okay. Zweite von rechts ist mies, das habe ich gerafft. Ich warte aber trotzdem, ich habe ja noch Ausweichen. Okay, die ist schon mal down. Das ist nice. Dann gehen wir mal auf, ich würde sagen, tatsächlich auf eine andere Waffe. Ganz rechts. Schade, gut getarnt. Zur richtigen Zeit. Ja, Schilde sind wieder am Start. Ich kann wieder ausweichen. Okay, das war eine Lanze. Das ist, hätte ich mich jetzt nicht tarnen müssen. Das war verschwendete Tarnung. Super blöd. Aber es läuft doch ganz gut. Was soll das für ein Flaggschiff sein? So, noch ein Zyklus, dann kann ich mich wieder tarnen. Okay. Die Laser sind wieder stärker von mir beschießen. Das hat richtig viel Schaden gemacht. Noch zweimal zwei Höhenpunkte. Und dann ist es gleich das gewesen mit dem Flaggschiff. Das ist ein flawless victory. Gerade als du die Oberhand gewinnst, gelingt dem Gegner der FTL-Sprung. Du musst den Angriff fortsetzen. 2 Antrieb, 2 Raketen, 28 Schrottteile. Also, es läuft doch wirklich überragend. Es läuft doch einfach überragend, muss ich schon sagen. Das Flaggschiff will zur Basis. Richtig? Ja. Wir verteidigen die Basis. Du verfolgst das Flaggschiff und stellst fest, dass es vom letzten Kampf noch schwer beschädigt ist. Die Sensoren melden, dass es viel Energie in die Drohnen umgeleitet hat. Auf Gefechtsstation! Okay, jetzt haben wir Drohnenpunk. Hier fehlt schon eine Seite vom Schiff, da haben wir wirklich gut Damage gemacht. Die Drohnensteuerung ist dieses hier. Das heißt, wir müssten uns eigentlich auf die Drohnen konzentrieren und auf diese Raketen. Das mache ich als erstes.
gucken, was jetzt abgeht. Relativ Eindringlinge, Kacke. Okay, das ist schlecht. Eine Enterdrohne. Leon, komm bitte hier hin. Türen zu. Vor allem eine Drohne wird ja auch gegen Sauerstoff kein Problem bekommen. Nehme ich mal an. Okay, jetzt muss ich hoffen, dass die Drohnen gleich im Arsch sind. Drohnensystem ist deaktiviert. Okay, Drohnen sind im Arsch. Das heißt, alle jetzt schnell hier rein. Kämpfen. Energiespitze entdeckt. Was heißt das? Energiespitze entdeckt. Was bedeutet das? Was ist eine Energiespitze? Beide Mantis zu Kampf. Was ist eine Energiespitze? Oh oh. Ich werde mich mal tarnen. Okay, war wohl. Ja. Okay. So, wo ist der Boy? Der muss hier kloppen. So, die Drohne hier im Schiff ist kaputt. Yes, alle bitte wieder zurück auf Position. Er repariert, nimmt aber Schaden durch das Leck, aber schafft er. Und das gegnerische Schiff ist fast down. Das gegnerische Schiff ist down. Oh, yes. Gerade als du die Oberhand gewinnst, gelingt dem Gegner der FTL-Sprung. Du musst den Angriff fortsetzen. 3 Antrieb, 1 Rakete, 27 Schrottteile, das haben wir bekommen. Und eine Waffe, genannt Ionenschlag 1. Okay, erstmal reparieren. Achtung, Leon, stirb mir hier nicht weg. Reparier das Leck und dann gehst du schön in die Medbay. Und Medbay-Energie brauche ich natürlich. Korrekt. Aber Leon ist noch am Reparieren, passt schon. Kamerasystem upgraden. Du meinst die Sensoren hier? Gucken wir uns gleich mal an. Lassen wir erstmal noch Leon reparieren und schicken ihn dann in die Medbay, dass er wieder Power kriegt. Aber wir können schon mal Evil Ken kann man schon mal hier in die Medbay schicken. Simon kann schon mal in die Medbay. Und natürlich noch Leon. Es läuft sehr gut. Es läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine dritte Phase gibt. Aber so ist das nun mal. So, wie lange ist das Leck jetzt dicht? Ja, gut. Dann einmal Heilung für dich. Er ist schon lange fertig mit Reparieren. Ach, Kila Jael. Ja, ist doch egal. Repariert. Ich dachte, der braucht noch ein bisschen Zeit. Weißt du, die soll noch mal sich hier ein bisschen entspannen, die Crew. Die hatten hier so zwei harte Fights. Lass uns schauen, ob wir noch was mit diesem Sensorensystem an Start bringen können. Enthüllt das Innere deines Schiffes und liefert die Informationen über feindliche Schiffe. Der feindliche Energieverbrauch wird dargestellt, feindlicher Innenraum. Bringt mir das wirklich jetzt so viel, ist die Frage. Aber ich hab eigentlich sonst, der Antrieb habe ich zu wenig Schrott. Das bringt mir eigentlich nichts, oder? Kirika, hat man das auf diese Frage bezogen? Ich denke mal schon. Schwer zu sagen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nur noch ein Kampf ansteht. Nö, aber es gibt mehr Punkte am Ende. Warum nicht? Eher Medbay oder was? Sauerstoff, mehr Sauerstoff. Krankenstation. Da bräuchte ich aber wieder Energie für. Das bräuchte ich hier ja nicht. Dementsprechend ist der letzte. Hol's dir. Komm. Wie, jetzt will er wieder zurück? Jetzt will er wieder zurück zu diesem Punkt. Das ist aber doch scheiße, oder? Wenn er da ist. Weil dieser Punkt ist sehr gefährlich. Das heißt,
Sollte ich jetzt nicht lieber hier zu diesem Punkt? Warten, bis er wiederkommt. Aber ich könnte zu diesem Punkt, oder? Ich flieg zum anderen Schiff. Ich flieg zum anderen Schiff. Ich muss Schiffe zerstören. Es ist schwer zu sagen, wer die Schlacht in der Nähe gewinnt. Bevor du dir aber weitere Gedanken machen kannst, greift dich ein Jäger an. Alles klar. Komm noch her, du geiler Jäger. Raketen. So, die machen wir platt. Dann den Antrieb. Können doch gar nichts. Ohne Scheiß. Wo ist meine Tarnung? Wenn sie schießen, dann... Jetzt sehe ich auch, wann deren Laser bereit sind. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Ja, come on, ey. So, die können gar nichts mehr machen. Die können nicht mehr schießen, die können nichts machen. Ich kann mich jetzt entspannen. Alles easy. Mein Waffensystem ist einfach überragend. Seht ihr das? Überragend. Keinen Schaden genommen. Du kannst nicht das gesamte Wrack plündern. Die Flotte ist noch in der Nähe. Mach dich bereit für den Sprung. Überragend. Wiederhole mich. Ich nehme das nächste Schiff auch noch mit. Du erkennst das Schiff. Es gehört einem bekannten Sklavenhändler. Er ruft dich und bietet dir günstige Arbeitskräfte an. Eins, einen Sklaven kaufen und ihm die Freiheit schenken, damit er sich deiner Crew anschließen kann. Warnung, du musst ein Crewmitglied entlassen, es ist kein Platz mehr. Rebecca würde kommen, ist super überragend. Den Sklavenhändler Abschaum angreifen, den Sklavenhändler ignorieren und weiterfliegen. Wie jetzt ist die Basis platt? Wollt ihr mich verarschen? Wie? Warum? Warum schreibt ihr das? Ja gut, ich muss sie erstmal hier wegballern, dann gucken wir mal weiter. Also wir entspannen uns alle nochmal ganz kurz, Leute. Und dann kommt mir, was ihr meint. Habe ich was übersehen eben? Das kann natürlich sein. Ich hoffe aber nicht. Aber ich denke, alles ist gut, um ehrlich zu sein. So, die Rakete hat 1A verfehlt. Das Waffensystem ist schon down bei den Boys. Ich kann mich schon wieder entspannen. Die Drohnen kommen hier auch nicht durch bei mir. Wir geben uns! Nehmen Sie einen unserer Sklaven als Tribut. Nein, ergeben ist keine Option, Mensch. Down. Das Sklavenhändlerschiff ist zerstört. Es kann seinen abstoßenden Handel nicht fortsetzen. Aber die Zerstörung hat mit Sicherheit viele Leben gekostet. 2 Raketen. Ein Drohnenteil, 87 Schrott. So, und jetzt wollen wir zurück zur Basis. So. Ab geht's. Du weißt nicht, wie es trotz der Schäden noch kämpfen kann. Offenbar hat es auch Energie zum Teleporter umgeleitet. Ist das eine Art Superwaffe? Mach dich bereit! Jetzt zählt es. Jetzt kommen die Schweine wirklich rüber. Das ist natürlich ätzend. Habe ich gar keinen Bock drauf. Das heißt, ich muss unbedingt diesen Kack-Teleporter irgendwie zerstören. Und die Raketen von ihnen. Die nerven mich nämlich richtig hart. So. 2 Leute kommen rüber. Achtung! Die sind in der ersten Tür. Das ist doch super. Ich will meine Türen stärken. Der kommt jetzt hier in den Türraum. Die nehmen schon Schaden, das ist gut. Ich weiß nicht, was er geschossen hat. Hat er schon eine Rakete abgefeuert? Ich tarne mich mal lieber. Jo, gut. Top Tarnung. Oh, die kriegen gut Damage. Die kriegen sehr gut Damage. Energiespitze entdeckt. Ich kann mich nicht wieder tarnen. Einer hat getroffen und die anderen haben verfehlt. Oh, da ist zum ersten Mal ohne Schild jetzt. Crazy, crazy. Aber die Schilde sind wieder zurück. Sehr gut. Warum schießt die erste Waffe nicht? Die muss auch schießen. Die erste Waffe geht auf den Antrieb. So, jetzt machen wir auch langsam Damage. Sehr gut. Die Raketen
verfehlen nicht alle, aber ist okay. Was passiert hier? Da sind Eindringlinge. Sehe ich jetzt erst. Okay, das bedeutet, ich nehme... Wir müssen kämpfen. Mantis kommt hier rein. Simon kommt ja auch rein. Jetzt wird hier schön gekämpft. Oh, die haben aber richtig Power. Alter Schwede. Die haben aber richtig Power. Komm zurück. Komm zurück hier rein. Muss ich kümmern. Evil Can, komm hier rein. Und Simon kommt auch da rein. Genauso Sophia. Dann mache ich hier die Türen auf. Ich habe keine Sensoren mehr. Okay. Boah, das ist schon heavy. Heavy Shit. Hier muss ein Feuer gelöscht werden. Ich hoffe, dass der Sauerstoff die Kollegen richtig schön kaputt macht. Tarnung kann ich gleich nutzen. Er hat schon geschossen. Ich werde die Tarnung aktivieren. Die Schüsse gingen daneben. Er hat aber nur noch vier Hüllenpunkte, ja? Also eigentlich müsste ich alles easy schaffen. Aber es ist trotzdem Action im Gange. Hier ist ein Leck drin, das ist besonders blöd. Dementsprechend werde ich jetzt meinen Waffenkollegen-Boy auch hier rein schicken und das Feuer versuchen, mit einer offenen Tür zu löschen. Waffensysteme sind ziemlich down. Ich habe noch... Okay, noch eine Hülle. Eine Hülle, das schaffen wir. Das schaffen wir, Leute. Energiespitze entdeckt. Alle Türen schließe ich jetzt. Alle Türen zu. Alle wieder auf Position. Alle wieder auf Position. Okay, wir müssen Max retten. Max ist gleich down. Max muss noch in die Medbay. GG. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Dank des heldenhaften Eines von Pure Universe 3. Die Crew, Krogi, Max, Evilcan, Leon, bla bla bla. Das Flaggschiff der Rebellen wurde zerstört und ihre Flotte wurde ins Chaos gestürzt. Der Sieg der Föderation ist sicher. Habt ihr das gesehen? Run geschafft. What the fuck? GG. Leute, genießt die Musik. Genießt die Musik. Wir haben... richtig gut durchgeballert. Ich würde sagen, wir machen gleich einen neuen Run, oder? First time on RBTV? Keine Ahnung. Not bad. Direkt noch ein Run? Jetzt mal mit dem anderen Schiff. Ich hätte auch Bock. Komm, lass uns direkt noch ein. Also erstmal, ich muss das mal genießen. Ja? Jetzt, ich muss erstmal genießen. Dieses Spiel ist wirklich fantastisch. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Das kann ich euch als erfahrener FTL-Pilot mit auf den Weg geben. Dieses Spiel ist einfach fantastisch. Wir können das ganze Spiel nochmal mit einem neuen Kreuzer starten. Da hätte ich große Freude dran. Wir haben noch ein paar Minuten, wie ich hier gerade auf meiner schlauen Sendungsuhr ernehmen kann. Don Leon schreibt, Respekt, Krogi, Matteo wäre stolz auf dich. Ja, ey, wo ist Matteo? Der soll anrufen. Ich schicke ihm, pass auf, ich schicke ihm gleich eine Sprachnachricht. Wo ist Matteo? Ey, Matteo, ich spiele gerade bei Rocket Beans FTL, ja? Fast and Light. Und du bist ja ein großer Fan von dem Ganzen. Und der Chat ist gerade super stolz auf mich. Und ich wollte dich daran teilhaben lassen, weil viele Leute deinen Namen erwähnen. Und du wärst anscheinend auch stolz auf mich. Denn ich habe FTL tatsächlich mit einem Run gerade beendet. Ich habe es gerade durchgespielt. Ich war richtig gut. Ich hatte 4 Laserwaffen. Ich hatte 3 SFL-2-Laser und 1 SFL-1-Laser. Und damit habe ich alle umgewämst. Und ich hoffe, wir spielen irgendwann zusammen. Das wollte ich dir nur kurz mit auf den Weg geben. Vielleicht gibt es noch was Nettes vom Chat. Warte, ich guck mal kurz, was die noch schreiben. Habt ihr einen Gruß für Matteo? Irgendjemand? Müsst ihr jetzt was sagen? Kommt nichts mehr? Warte. Herzen. Der Asi letzte Herzen für dich und Echo Schlaf auch. Und Kicks United schreibt, du hast schöne Haare. Alles gut. Grüße gehen raus an dich. Ja, das wollte ich nur sagen. Bis bald. Tschüss. So, wir haben gerade die Euphorie mitgenommen. Ach, geil, ey. Glückwunsch! Du hast das Rebellenflaggschiff besiegt und so der Föderation den Sieg beschert.
Punkte, 4.383, neuer Highscore. Ja klar, ich hab's ja auch noch nie durchgespielt. Statistik. Orion Wurst Blue. Na gut, also das ist meine Statistik, ihr seht schon. Ich hab euch nicht angelogen. Ich hab's noch nicht so oft gespielt vorher, aber es macht mich einfach süchtig. Und okay. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum Hangar und nehmen einfach mal ein neues Schiff. Wollen wir ein Föderations... Ich kann das gar nicht aussprechen. Wollen wir einen Föderationskreuzer spielen oder den Engi-Kreuzer? Was meint ihr? Advanced Inhalte aktivieren, Krogi. Wo ist das, Advanced Inhalte aktivieren? Föderationskreuzer? Jetzt auf normal, habt ihr gesagt? Okay. Variante A, B oder C. Räume zu. Keine Ahnung, was das ist. Wo ist das mit diesen Advanced? Ah, hier. Was ist das? Neue Systeme, Waffen, Alienvölker und mehr. Empfohlen für erfahrene Spieler. Kann man sich als erfahrener Spieler bezeichnen, wenn man dieses Spiel einmal zu Ende gespielt hat? Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ihr das sagt, dann ist das okay. Okay, nehmen wir Advanced. Dieses Schiff muss natürlich anders benannt werden. Das ist die sogenannte True... Oh Gott, großes T natürlich. Warum geht das T nicht groß? Da. True Universe... True Universe 2. Ist das nicht ein guter Name? Also erfahrener wird's nicht mehr, ganz genau. True Universe 2. Er schafft's nicht über die 1, schreibt Dudeloff. Ich find's frech von euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich find's ein bisschen frech, ein bisschen demotivierend, dass ihr mir nach diesem Sieg, der wirklich nicht schlecht war, ich gebe zu, das war auf leicht, ja, aber ich hab's vorher nicht so oft gespielt, find ich sehr demotiviert, dass ihr jetzt mich so runtermachen wollt. Das finde ich schade, aber ist das okay? Ich habe immer noch, ich bin noch beflügelt von meinem Sieg, also okay. Also die True Universe 2 will in das Weltall reinstechen, reinbuttern. Und wir gucken mal, was unsere Crew so kann. Wo ist meine Maus? Hier. So, also wir haben Naomi ist Mensch. Kann ich nur anpassen eigentlich? Nee, also ich kann... Wen haben wir denn dabei? Naomi ist weiblich, also ist das Mantel. Ich habe irgendwas umgestellt. Gut, Mantel haben wir am Start. Dann haben wir einen Mantis. So ein richtig, so ein Schläger. Der könnte das sein. Der Schläger könnte natürlich, ich denke, Schläger, fällt nur ein Schläger ein, so richtig austeilt. Das ist natürlich Mara. Ha. Okay, das sieht komisch aus. Gino, Eduard Laser. Ah, sorry, Mara. Eduard Laser ist stärker als du. Dann nenne ich es Laser Mara. Laser Mara. Das könnte so das uneheliche... Ach, komm. Dann machen wir... Dann nennen wir... Ach, komm. Dann Laser Plus. Ameisen sind immer weiblich. Laser Plus... Dieser Steinklops, das ist Kirby, ein Felis. Die Felis von Vrachos 4 sind selten. Sie sind für ihre enorme Kraft bekannt. Immun gegen Feuer, Bewegung halbiert. Maximale Gesundheit steigt auf 150. Dann ist das Mara Kevin. Es steht nur Kevin, wie kann das denn sein? Mara Kev. Hallo, dann ist das... Dann schreibe ich alles zusammen. Ohne H. Mara Kevin. So. Leerzeichen nicht Lauf. Okay. Dann haben wir noch ein Engi. Es ist unklar, ob die Engi teilweise organisch oder gänzlich mechanisch sind. Aber es ist bekannt, dass sie herausragende Techniker abgeben. Ein herausragender Techniker, es muss schon wieder Simon sein. Es ist Bimon. Technikmon.
Techmon. Techmon. Es ist Techmon. Techmon ist am Start. Und damit haben wir doch alle am Start. Wir haben Mantle, wir haben Laser Plus, Mara Kevin und Techmon. Das ist eine Crew, da will man nicht unbedingt mit in den Weltall, aber ist schon okay. Ja, dann würde ich sagen, kann ich hier noch was einstellen? Ich glaube nicht. Die Waffen kann ich auch nichts einstellen, ausbauten. Ja, dann geht's los. Die Daten, die du an Bord hast, sind für die Föderationsflotte von größter Bedeutung. Du benötigst Vorräte für die Reise, also erkunde jeden Sektor, bevor du zum nächsten springst. Aber erreiche den Ausgang, bevor dich die Rebellenflotte einholt. Tipp: Asteroiden, Kämpfe in Asteroidenfeldern sind besonders gefährlich, aber du kannst diesen Umstand zu deinem Vorteil nutzen. Schalte die feindlichen Schilde aus und überlass den Asteroiden den Rest. Okay, das ist ein sendeter Test. Jetzt wisst ihr auch genau nochmal die Story. Also wir haben wichtige Daten an Bord, um die halt zu unseren Föderationsfreunden zu bringen. Und die Rebellen verfolgen uns und sind uns auf der Spur. Und es ist quasi schwarz gegen weiß. Ein gemeiner Krieg. Und das ist jetzt unser neues Schiff. Alles ist chillig, die Stimmung ist gut. Wen haben wir denn hier wo? Laser Plus ist hier im Antriebsraum. Mantle, was ist das? Das ist natürlich das Pilotsystem. Das Pilotsystem ist hier jetzt auf einmal. Okay, daran muss ich mich gewöhnen. Mantle ist der Kapitän. Moinsen. Dann haben wir hier Techmon. Techmon ist bei den Schilden, das passt ja auch ganz gut. Und Mara Kevin macht die Waffen klar. Sehr gut. Und es gibt anscheinend jetzt Spezialwaffen, wenn ich das richtig gehört habe. Aber wo soll das sein? Der Chat, trollst du mich, Chat? Meine Spezialwaffen, wo kann ich mir das angucken? Wegen Advanced-Inhalten oder was? Gibt es da jetzt was Neues? Ich bin mir nicht sicher. Bei den Systemen ist ein System. Okay. Geschützstrahl. Erzeugt einen Energiestrahl, der alle Schilde durchdringt und einen Schadenspunkt pro getroffenen Raum verursacht. Mehr Energie bedeutet eine schnellere Abklingzeit. Das ist natürlich geil. Das ist ja Hammer. Geschützstrahl. Okay, das ist schon richtig nice. Ja gut, momentan können wir logischerweise noch nicht wirklich was machen, außer uns mal auf die Karte zu begeben. Und ich würde sagen, wir gucken uns direkt mal den Notfall an und schauen, was da los ist. Als du die Quelle des Notsignals erreichst, ruft dich ein Zivilschiff. Danke, dass Sie uns zu Hilfe gekommen sind. Unsere FDL-Navigation spielt verrückt, sodass wir es nicht mal zum nächsten Reparaturdepot schaffen. Können Sie uns dorthin führen? Eins, ihr entscheidet wieder mit. Ja, das ist hier interaktives Gaming. Das ist hier fantastisches Spiel. Len. Am Nachmittag. Entweder eins, sie zu ihrem Ziel führen oder zwei, ablehnen. Was machen wir? XXX87 sagt eins, Pubi sagt auch eins, Rainer eins. Eigentlich kommt da viel mit der eins gerade durch. Okay, es ist niemand für ablehnen, also machen wir das. Hier, nehmen Sie diesen Schrott als Anzahlung. Wir folgen einfach Ihrer Sprungsignatur. Sie sind wirklich unsere Rettung. Auftrag wurde auf der Karte markiert. Okay, wir haben 7 Schrottteile bekommen. Und damit geht's dann direkt weiter. Wurde auf der Karte markiert? Wo soll das sein? Ich habe doch gelesen, dass es auf der Karte markiert wurde. Ach, Auftrag, da. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit weg ist. Na gut, dann können wir uns überlegen, da geht's hier so lang. Manchmal gibt es wirklich so Punkte, wo man nicht genau weiß, warum das, also das hier ist anscheinend von der Entfernung, dieser Punkt ist nach da von der Entfernung zu groß, sodass ich dann entweder diesen Punkt nehmen muss oder den. Also ich könnte entweder hier oben so lang. Das geht wahrscheinlich schneller. Oder ja, eigentlich egal. Oben rum, komm. Du kommst im System an und siehst, wie ein Piratenschiff ein ziviles Schiff verfolgt. Du empfängst Nachrichten von dem Zivilschiff auf einer Notfrequenz. Ihr seid wieder gefragt, eins, dem Zivilschiff helfen, zwei, dich raushalten. Mir ist eigentlich klar,
dass wir keine Alternative haben, als natürlich dem Zivilschiff zu helfen, weil das hier ist das Erfolgsteam, was eben die kompletten Rebellen zerstört hat. Und jetzt gehe ich davon aus, dass wir natürlich auch diesem Zivilschiff helfen werden. Und deswegen machen wir das mal. Also, du fährst deine Waffen hoch und greifst das Piratenschiff an. Jetzt muss ich wieder ein bisschen umdenken, weil ich habe nur eine Waffe. Ich habe keine Energie auf die Waffensysteme, doch habe ich jetzt. Und das Schiff hat Schilde. Ich gehe direkt erstmal auf die Waffen, weil die mich am meisten nerven. Autofeuer ist an. Und gucken wir mal, was passiert. Ich kann ja eh nichts tun gerade. Ich kann nicht ausweichen. Meine Waffen laden sich sehr langsam auf. Jetzt ist das Schild gleich weg. Ich krieg Damage von ihm. Ja, gut, Glück gehabt. Ich muss erstmal seine Hülle zerstören. Er hatte so eine Mega-Hülle. Verfehlt, Glück gehabt. Schon wieder Glück gehabt. Die Schilde sind aber wirklich sehr lahm. Alter Schwede. Na gut. Ich steck mal die Energie von der Medbay auf jeden Fall in den Antrieb, damit wir besser ausweichen können. Die Schilde haben hier das Feuer am Start. Das lösche ich aber, indem ich die Türen öffne. Dann wird das Feuer gleich gelöscht sein. Das dürfte uns nicht weiter treffen. So, jetzt. Das war scheiße. Das war nicht so cool, aber nee, das ist gar kein Feuer. Hier schließen wir die Türen. Das Leck stopfen wir gleich. Erstmal weitermachen, bitte. Okay, die Waffen sind down. Dann jetzt ist erstmal, jetzt ist okay. Die Waffen sind down. Jetzt können wir hier. Alles klar. Gut gelöst. Wir haben allerdings Schaden genommen. Und zu meiner Meinung nach gar nicht so wenig für die erste Runde. Das Piratenschiff bricht auseinander. Du versuchst, das Zivilschiff zu rufen. Wir haben 2 Antriebspunkte bekommen, einen Drohnenteil und 15 Schrottteile. Das Zivilschiff rufen. Das angegriffene Raumschiff war scheinbar ein Forschungsschiff. Die Crew dankt dir für ihre Rettung und bietet dir eine kleine Belohnung an. Eine Rakete, ein Drohnenteil und 15 Schrottteile. Geil. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was. Wir müssen erstmal unser Schiff reparieren. Da schicken wir mal Mantle rein und ihn hier. Die sollen mal eben schnell das Leck fertig machen. Muss ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu sehr down gehen. Und ab in die Medbay, du auch. So, jetzt werden die geheilt. Kapitän, wieder an Steuer. So, warum ist das hier noch so lange rot? Ist unser Sauerstoff so schlecht am Zirkulieren? Anscheinend. Dauert ein bisschen, bis überall wieder genügend Luft ist. Aber okay, ich speichere mal die Position. Das habe ich nämlich eben gar nicht getan. Kann ich damit schon was anfangen? Na, das war ja mal richtig gut, schreibt Andy. Ach komm. Also, alles gut. Ach so, auf normal dauert die Sauerstoffwiederherstellung etwas länger. Okay. Ich werde warten. Also, was ich natürlich logischerweise als erstes brauche, meiner Meinung nach, und ich hoffe, ihr geht damit d'accord, was ich erzähle, dass ich als erstes Schilde benötige. Schildsysteme. Ich kriege 2 Schildbarrieren, wenn ich 50 Schrottteile investiere. Ich kann natürlich schon mal anfangen, aber es bringt mir noch nichts. Also, ich brauche auf jeden Fall erstmal schnell Schilde. Wir machen uns weiter auf den Weg. Wir gehen hier oben lang und gucken mal, was gleich passiert. Die Sensoren melden ein großes Asteroidenfeld in der Nähe. Auf kurze Distanz könnten sie nützliches Material ausfindig machen, während sich der FTL-Antrieb auflädt. So, was machen wir? Das Asteroidenfeld erkunden oder sagen wir zu gefährlich, wir warten einfach, bis der FTL-Antrieb bereit ist. Problem ist natürlich, wir haben gerade nur ein Schild. Und wenn wir von einem Asteroiden getroffen werden, ist das Schild halt weg. Wenn der nächste Asteroid kommt, kriegen wir Schaden. Schwer zu sagen, muss ich gestehen, was hier gerade sinnig ist. Könnte sich als zu riskant erweisen, weil unser Schild noch nicht zu stark ist.
Ich glaube, aus meinem Kapitänsgefühl, dass wir das nicht jetzt aufs Spiel setzen sollten. Aber ich warte mal, was der Chat sagt. Also, dreckiger kleiner Gollum schreibt 1. Just Anoxy Morone schreibt auch 1. Mr. Schnizzle 1. Don Leon 2. No Risk, No Fun. Ich meine, Your True Stalker schreibt 2. Star-Lord 1. Gammern da NDRA 1. Okay, ich glaube, die meisten sind für 1, obwohl das komplett gegen meine Vorstellung geht. Und ich glaube, da kann ich nicht auf euch hören, weil ich bin ein guter Kapitän und ich habe eine Verantwortung der ganzen Crew gegenüber. Versteht ihr? Mental ist da, Laser Plus, Mara, Kevin und Tecmon. Und die sagen mir halt auch schon die ganze Zeit so ein bisschen hier im Zwerchfell, Kapitän Krogmeier, du kannst uns nicht mit einem Schild in ein Asteroidenfeld schicken. Das geht doch nicht. So, ich bin zwar der große Danger Seeker Man, aber ich bin auch nicht ganz dumm, ja? Und dementsprechend glaube ich, wir können das nicht machen. Das können wir nicht machen. Danke für den Kommentar. Jaomik Kui, nice. Endlich mal aktuelle, frische Spiele bei RPTV. Finde ich sehr gerne, immer wieder gerne. Aber auch ein wenig Lootgeil. Ich bin Lootgeil. Ich meine, auf der anderen Seite muss ich die Erfahrung auch sammeln. Ich bin wirklich gerade zwiegespalten. Ihr merkt es schon, diese Entscheidung fällt mir bislang von der heutigen Let's Play Session am schwierigsten. Kapitän Krogmeier vor allem, der ist es. Black Mesa X möchte 1 haben. Tu es. All for Loot. Was sind schon 5 Schaden? Loot geil, Loot geil, Loot geil alle jetzt. Loot geil, Loot geil. Ey Krogi, neue Teile, geiles Spiel. Ach, Mann, ey. Okay, ihr habt eine Teilschuld, ja? Ihr habt eine Teilschuld meiner Crew gegenüber. Sollte was passieren, ihr müsst das selber mit Mental ausklamüsern. Ihr müsst es selber mit Laser Plus, mit Mara, Kevin und auch mit Tecmon ausdiskutieren, falls hier was falsch läuft. Aber dieses Spiel macht einen greedy, ihr wisst es. Die Gier durchströmt mich komplett, weil Loot für den Loot-Gott Captain Krogmeier sagt also, obwohl ich gerade was anderes gesagt habe, ihr seid mit drin gewesen. Scheiß drauf, wir haben nur ein Schild. Wir sind aber dangermäßig drauf. Wir erkunden das. Ach Gott, ihr wisst genau, dass das Spiel jetzt vorbei ist, ne? Ihr wisst genau, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Ein Piratenschiff hat sich hinter einem größeren Asteroiden versteckt und greift dich an. Geil, wir haben ein Piratenschiff und wir haben Asteroiden. Das wird sicherlich super ausgehen. Ich versuche zumindest schnellstmöglich bei dem Kollegen die Waffen zu zerstören. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwie durchhalten. Na gut, schauen wir mal, was passiert. Siehst du, das war schon das erste Schild? Geil. Ja. Der kriegt aber auch was ab. Wo jetzt darf... Dann trifft er wirklich. Er hat meine Superwaffe getroffen. Trifft er wirklich einfach meine Superwaffe? Reparier mal die Superwaffe. Sie haben es uns gezeigt. Wir sind besiegt. Nehmen Sie das hier. Wir schämen uns. Das kam jetzt wirklich? Sie schämen sich einfach? Also wir kriegen von denen, wenn wir jetzt das Angebot annehmen würden, und ihr wisst genau, wie ich darüber denke, Kapitän Krogmeier sagt natürlich, nein, keine Kapitulation. Wir würden aber jetzt 3 Antrieb bekommen, 1 Rakete und 8 Schrottteile. Das ist aber nicht schlecht eigentlich, oder? Also ich meine, das wäre doch nicht, also es ist nicht schlecht. Die Kanone ist richtig gut, oder? Also Strahlendrohne 2. Zu wenig. Also ihr merkt schon, das gibt mir jetzt wirklich richtig viel Probleme im Kopf. Dieser Zwiespalt. Tor 1. Nach dem Kill bekommst du weniger. Glaube ich auch. Nichts Schlechtes so gut wie Kacke. Du hast recht, aber ich glaube halt auch, wenn ich das jetzt nicht annehme, bekomme ich mehr Scheiß. Was glaubt ihr? 1. Der Kill bringt nichts.
Aber ich sympathisiere natürlich mit Fluch der Karibik-Piraten, mit diesen schönen Disney-Piraten, die finde ich alle geil. Aber die echten Piraten finde ich natürlich schon richtig kacke. Ich habe natürlich Sorge, dass dieses Piratenschiff, ich habe natürlich eine Verantwortung, zum einen der Crew gegenüber, zum anderen aber auch dem Universum gegenüber. Und ich stelle mir gerade vor, dass dieser Piratenaufklärer, nachdem der von uns weggeschickt wurde, gleich das nächste traurige Schiff angreift. Und das macht doch irgendwie Angst. Aber ich bekomme sonst auch mehr Schaden, weil der Typ hat natürlich noch 4 Hüllenpunkte und das Schild wird wieder aktiviert und der wird weiter kämpfen. Also ich glaube, smarter ist es, wenn ich das Angebot annehme. Ich gucke gerade, ich tue gerade so, als würdet ihr nicht merken, dass ich auf den Chat gucke. Ich nehme es jetzt an. Du hast ihnen gezeigt, dass sie was falsch machen, und na gut. Alles klar, wir sind wieder Top-Freunde. Johnny Mantis Laser Plus repariert noch die Superwaffe. Ich muss halt warten, bis wir wieder hier heile sind. Das hilft halt nichts. Ich glaube, der Mantis kann gar nichts reparieren. Kann das sein? Aber ich habe auch bislang noch keinen, der das gut kann. Mein FTL ist ready. Wir gehen hier oben lang. Ich habe gerade auch festgestellt, dass Mantis sehr langsam reparieren. Muss ich schon dazu sagen. So, das ist schon der nächste Kampf. Du stößt auf einen Aufklärer, der weit vor der Rebellenflotte fliegt. Das Problem bei diesem Aufklärer ist jetzt wieder, natürlich hat er Waffen, das ist klar, aber er wird irgendwann seinen FTL aktivieren wollen, damit er seinen Crewkollegen Bescheid gibt und unsere Position verrät. Das ist für mich ein großes Problem. Jetzt muss ich halt überlegen. Guck mal, sie wollen jetzt schon abhauen. Das heißt, wir müssen erstmal ihren Antrieb zerstören. Sie aktivieren ihren FTL. Das wollen wir halt nicht haben. Deshalb erstmal auf den Antrieb, alles auf den Antrieb. Ich habe ja die Medbay, kann ich erstmal wieder getrost ausschalten. Alle meine Leute sind heile. Ich setze die Energie auf den Antrieb, damit ich eine höhere Ausweichenchance habe und sehe einfach mal zu, was passiert. Und das war natürlich geil, dass wir schon direkt eine Drohne bekommen haben, die die Türen zerstört hat. Also die Türen zerstören will. Das ist natürlich total kacke. Ich habe auch noch eine Drohnensteuerung, aber die kann ich jetzt ja nicht einbauen. Meine Drohnensteuerung kann ich doch jetzt nicht an den Start bringen. Was mache ich jetzt? Ich muss deren FTL erst kaputt schießen, sonst holen die ihre Flotte. Das ist zu gefährlich. Was macht denn jetzt diese Drohne? Was macht die Drohne? Macht die irgendwas? So, die macht so einen EMP-Schaden oder was? Ionenschaden. Ach, kacke, in der Medbay hätte ich gut kämpfen können. Okay, wenn Sauerstoff auch angegriffen wird, dann habe ich ein Problem, ne? Warte mal, wen habe ich? Ich habe den hier, er. Er muss ran. Sorry, du bleibst hier bei den Schilden natürlich. Und Laser Plus muss ran. Okay, der Antrieb ist down bei ihm. Dann gehe ich mal auf die Waffen. Iggy, hier rein. Hallo. So, die Drohne ist aber gleich down. Doch nicht. In dem Raum ist es aber echt kacke zu kämpfen. Zumal beide jetzt paralysiert sind. Der Antrieb ist wieder klar von denen, das ist auch blöd. Das Schiff ist down. Das Schiff ist down, gut gemacht. Das Schiff ist down. Das Schiff bricht auseinander und du bist erleichtert, dass du der Flotte nach wie vor einen Schritt voraus bist. Wir haben 2 Antriebsmaterialien bekommen, also Treibstoff, ein Drohnenteil und 16 Schrottteile.
Okay, ist die Drohne down? Cool, okay. Ja, eigentlich glimpflich davon abgekommen, muss man schon sagen. Hier muss jetzt mal schnell repariert werden, das ganze Leck. Mach das mal flott. Dann müssen wir hier den Antrieb reparieren. Das könnt ihr mal eben machen. Jo, Mantis, komm schnell raus da. Hier ist alles repariert, ne? Ja. So, Türen sind wieder ready. Hier wird geheilt. Naja. Okay, war tatsächlich noch relativ gut. Hätte schlimmer ausgehen können. Wir können mal gucken, ob wir unsere Schilde jetzt tunen können. So, das wäre das, was ich noch brauche. Und ich brauche dafür auf jeden Fall auch noch einen Energiebalken. Und wenn gleich die Medbay ihre Arbeit getan hat, und das hat sie genau jetzt, und alle wieder auf ihre Position gehen, dann kann ich nämlich von der Medbay die Energie abziehen und habe jetzt zwei Schilde. Gut. Also. Ich muss direkt wieder übertreiben. Das Spiel macht mir einfach Bock. Das Spiel macht mir einfach echt Laune. Und ihr merkt schon, da habe ich was für mich gefunden. Ich stelle mir halt wirklich auch vor, ich bin auf diesem Raumschiff. So. Geil, oder nicht? Seid ihr zufrieden? Super gut. Also. FTL ist ready. Wir müssen hier rüber und es geht zum nächsten Punkt. Schauen wir mal, was da abgeht. Wieder ein Asteroidenfeld. Ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt zwei Schilde haben. Sehr, sehr prima, schreibt Andy. Sehr gut. Ein Piratenschiff hat in diesem Asteroidenfeld auf der Lauer gelegen. Es nähert sich sofort, um anzugreifen. Was ist denn das bitte? Für eine Beschreibung jetzt. Umdrehen und kämpfen, ja, natürlich. So, der Kampf ist klar. Jetzt habe ich aber schon wieder, ach nee, ich habe jetzt schon wieder vergessen, meine Waffen anzuschauen, Drohnenteile. Aber ist egal, ich musste ja eh investieren. Die Drohne braucht Energie, also ist eigentlich alles gut. Ich brauchte die Schilde. Passt, und ich freue mich auch schon auf die Superwaffe. Die ist schon echt stark. Okay, gehen wir wieder auf die Waffen als erstes, würde ich behaupten. Er hat auch nur ein Schild, das müsste eigentlich machbar sein. Ey, morgen habe ich übrigens, also ich bin in den letzten 5 Minuten dieser Zock-Session, ich habe morgen um 22:45 wieder einen Zock-Slot, nämlich die sogenannte Nicen Time. Und ich habe bei Twitter einen Tweet rausgehauen, bei mir selber auf meinem Twitter-Account, mit der Frage, was wir morgen spielen wollen. Und das machen wir gleich die letzten 4 Minuten, da quatschen wir mal kurz drüber. Sie sagen, bitte töten Sie uns nicht. Wir geben Ihnen alles, was wir haben. Jetzt könnte ich das Angebot annehmen. Sie bieten uns an 4 Raketen, 2 Drohnenteile und 9 Schrott. Es sind, Achtung, es sind natürlich Piratenjäger. Das sind gemeine Schweine. Und dieses Angebot ist für uns absolut Kacke, oder? Ganz ehrlich, das ist absolut lächerlich. Wir akzeptieren natürlich keine Kapitulation von diesen Bastardos. Und dementsprechend greifen wir jetzt mal weiter an. Und ich würde sagen, wir gehen volle Pulle auf die Schilde. So, mal gucken, was sie damit anfangen können, wenn meine Waffen jetzt hier reinknallen. Bam. So, und der Asteroid hat den Rest gegeben, damit sind sie down. Was kriegen wir jetzt? Schauen wir mal. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine beträchtliche Menge an nützlichem Schrott. Wir kriegen 3 Treibstoff, 1 Rakete und 12 Schrottteile. Naja, es ist okay. Besser als nichts. Müssen wir irgendwas reparieren gerade bei uns? Eigentlich nicht. Alle Crewmitglieder sind wohl auf. Dann lass uns mal einmal gucken. Okay, wir sind in Gefahr. Ich kann die Schiffsinfos nicht aufrufen. Dann lass uns direkt zum nächsten Spot gehen. Kann ich von da auch nach unten? Yes, kann ich. Dann würde ich gerne hier oben lang gehen. Ein weiteres unbemanntes Schiff patrouilliert diese Region. Du machst das Schiff bereit für den Kampf. Okay, okay, was ist das denn? Das kenne ich noch gar nicht. Was ist das, Leute? Das Schiff will abhauen. Mit ihrem FTL-Antrieb. Und das geht natürlich gar nicht klar. Pause. Was ist das? Hacking. Startet eine Hacking-Drohne, die kurzzeitig ein System außer Gefecht setzen kann. Okay, das war Hacking. Klar, kenne ich natürlich. Aber ich wusste nicht, dass das so ausschaut. Dann gehen wir erstmal auf die Waffen, wie immer. Das ist also diese Hacking-Drohne. Die kann ich ja von außen wahrscheinlich gar nicht... Da kann ich ja wahrscheinlich... Oh, die zieht ja Hardcore-O2 ab. Ich muss auf den Antrieb gehen, natürlich.
Danke für die Info, aber was mache ich denn damit? Ey, wie, das ist ja richtig gemein. Was mache ich damit? Was mache ich? Das ist ja nur heftig. Ja, auf Hacking zielen, aber ich muss jetzt mit dem Angriff den Antrieb zerstören. Der Antrieb ist zerstört. Jetzt auf Hacking, okay. Komm, hol dein Schild. Ja, meine Waffen sind gleich ready, das schaffen wir. Hacking ist. Okay, Hacking ist getroffen. Hacking ist getroffen, jetzt auf die Waffen. Ja, gut, wir haben gemeinsam haben wir ein gutes Plan. Guten Plan. Ein gutes Plan. Einen guten Plan, was wir tun, das gefällt mir. So, die Waffen sind noch orange, die noch nicht ganz down. Jetzt kommt die Superwaffe. Ja, und damit haben wir es auch geschafft. Sehr gut. Damit haben wir es geschafft. Das Schiff bricht auseinander und du merkst deine Erleichterung darüber, dass du der Flotte hoffentlich immer noch einen Schritt voraus bist. 2 Raketen, 1 Drohnenteil, 8 Schrott. Ich finde, wir schlagen uns nicht schlecht. Ich hoffe, ihr könnt das auch so sehen. Wir gucken einmal an, was wir hier noch haben. Wir haben den Strahl, die Strahlendrohne, Kampfdrohne, die mit einer größeren Strahlenwaffe angreift. Wie kriege ich die denn ausgebaut? Ich muss wahrscheinlich irgendwie so ein Drohnenmodul erstmal haben, was ich gar nicht besitze. Korrekt? Du hast kein Drohnensystem. Du kannst eins im Shop kaufen. Genauso ist es. Okay. Ist ganz okay. Easy. Ja, Echo-Schlaf. Finde ich. Nova-Sub finde ich nicht so gut. Doch. Du findest das gut. Du musst ein bisschen mehr. Du brauchst eine positive Reinstellung, Nova-Sub. Auf jeden Fall. FTL auf Deutsch habe ich noch nie gesehen. Ja, ist gut. Kann man, dann versteht das jeder, auch solche beschränkten Menschen wie ich. Wir kommen so langsam zu Ende dieser heutigen sehr spontan eingeschobenen FTL-Session. Ganz ehrlich, das war ein richtig guter Step. Wir haben einmal richtig gerulert. Ich kann mal kurz gucken, ob Manteo sich schon gemeldet hat. Ah ja, hat er, pass auf, er hat sich gemeldet. Und zwar aber keine Sprachnachricht. Er hat geschrieben, ich bin sehr stolz. Ich liebe das Spiel. Und jetzt liebe ich dich, weil du es geschafft hast. Sehr nett. Matteo, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine netten Worte zum Schluss. Nochmal kurz zu morgen. Morgen Dienstag, immer nach Moin Moin, 11.15 Uhr, gibt's die Nice Time, also mein Zock-Slot hier bei Rocket Beans. Und ich habe letztes Mal Ex-Anima gespielt. Davor habe ich SnowRunner gespielt. Und ich glaube, ich würde morgen was anderes spielen wollen. Aber das können wir morgen noch mal abstimmen. Vielleicht FTL oder Ex-Anima weiter oder so. Oder was ganz anderes. Wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne sehen wollen würdet, dann geht doch bitte auf mein Twitter-Profil und haut unter diesen schönen Tweet, den ich da verfasst habe, einfach mal einen Titel raus. Und dann machen wir das. Ansonsten, ich bin im FTL-Modus. Ich bin im Run und ich will das hier weiterzocken, weil ich einfach süchtig bin. Das Jahr 2012, das Jahr der Videospiele, hat sich endlich bei mir gemeldet und ich hab's jetzt auch gefunden. Naja, jetzt weiterhin viel Spaß beim laufenden Programm. Es kommt Game Talk. Danke an die Regie, danke an euch, liebe Grüße, bis dann. Tschüssi.